Glaubensenergie in der Praxis. Geh hin, erbitte dir Gefäße, nimm nicht wenige. 2. Könige 4, Vers 3. Wir haben bei der Witwe den Zusammenhang zwischen Glaubensenergie und Glaubenserfahrung gesehen. Paulus spricht in einem anderen Kontext von dem gleichen Prinzip, wenn er sagt: Wer sparsam sät, wird auch sparsam ernten, und wer segensreich sät, wird auch segensreich ernten. 2. Korinther 9, Vers 6. Weil von diesem Prinzip so viel für unser praktisches Glaubensleben und unseren Dienst abhängt, werden wir uns im Folgenden einige Beispiele ansehen, die uns zu verstehen helfen, wie wir das Ganze in die Praxis übertragen können. Wenn Gott dir den Auftrag gegeben hat, zu evangelisieren, dann nutze die Möglichkeiten, die du hast, und tu es mit Glaubensenergie. Hör nicht auf, wenn du 5 oder 10 Traktate verteilt hast und Leute sich vielleicht über dich lustig machen. Manchmal muss man lange Zeit säen, ohne Frucht zu sehen, bis dann irgendwann die Ernte kommt. Das hat der Herr Jesus, der Seemann Gottes, auch erlebt. 3,5 Jahre sah er fast keine Frucht von seiner Arbeit. Aber wie gewaltig ist die Ernte, die inzwischen seit fast 2000 Jahren eingefahren wird. Gottes Wort ist lebendig und kehrt nicht leer zu ihm zurück. Wenn du die Aufgabe hast, Gastfreundschaft zu üben, dann beschränke es nicht auf 1 oder 2 Mal im Jahr. Wir sollen danach trachten, anderen in unserem Zuhause zu dienen. Römer 12, Vers 13. Lass dir vom Herrn Gelegenheiten zeigen und ergreife sie. Denke an Priska und Aquila, die oft ihr Haus für andere geöffnet haben und dadurch für viele zum Segen gewesen sind. Wenn Gott dir gezeigt hat, dass du mehr Zeit ins Bibelstudium investieren sollst, dann versuche dir so viel Zeit wie möglich dafür freizuschaufeln. Je mehr du das Wort unter Gebet studierst, umso mehr Segen wirst du dadurch empfangen. Gott sagt nicht, wie oft du das tun sollst, sondern vielmehr: Lass das Wort des Christus reichlich in euch wohnen. Kolosser 3, Vers 16. Das gilt auch für das Auswendiglernen von Bibelversen oder Kapiteln. Deine Worte waren vorhanden und ich habe sie gegessen. Und deine Worte waren mir zu Wonne und zu Freude meines Herzens. Jeremia 15, Vers 16. Wenn du weißt, dass du einen Dienst an Kindern oder Frauen hast, dann mache das nicht nur so nebenher. Nimm dir Zeit, zu überlegen, wie du ihnen am besten den Herrn groß machen und sie im Glauben voranbringen kannst. Bete für jede einzelne Person, an der du einen Dienst tust. Der Herr wird sich dazu bekennen. Wir können das auch auf unser Gebetsleben anwenden. Unsere Bitten, die leeren Gefäße, die wir vor Gott bringen, können niemals zu viele sein. Wir dürfen so oft kommen, wie wir wollen, und so viele Gefäße bringen, wie unser Glaube es zulässt. Wir werden immer erleben, dass er am Thron der Gnade Barmherzigkeit und Gnade für uns bereithält. Deshalb gilt auch für uns: Tu deinen Mund weit auf, und ich will ihn füllen. Psalm 81, Vers 11. Wenn dir die Notwendigkeit des Gebets neu bewusst wird, dann gib dich dem Gebet hin und traue dich, für Dinge zu beten, für die dir bisher vielleicht der Glaube gefehlt hat. Jakobus schreibt: Ihr habt nicht, weil ihr nicht bittet. Kapitel 4, Vers 2 aus Jakobus. Jabes hat seinen Mund weit geöffnet und ist reichlich gesegnet worden. 1. Chronik 4, Vers 10. Edward Dennett sagt: Ohne die Aktivität des Glaubens kann es keine Darstellung der Kraft
durch den Diener des Herrn geben, egal wie entschieden und eifrig er ist. Doch selbst sehr kleiner Glaube, der aktiv wird, bringt göttliche Kraft auf den Plan, sodass Hindernisse, die so groß wie Berge sind, wegbewegt werden. Eine junge Christin sah ihre Aufgabe von Gott darin, Sonntagsschule zu halten. Während sie sich für eine Zeit lang um eine Sonntagsschulklasse kümmerte, bekehrte sich ein Kind nach dem anderen, bis schließlich alle errettet waren. Sie wurde darum gebeten, die Sonntagsschulklassen an jemand anderen abzugeben und eine neue Klasse zu übernehmen. Wieder geschah das Gleiche. Ein Kind nach dem anderen nahm Jesus Christus als seinen persönlichen Retter an. Nach einiger Zeit bat man sie wieder darum, die Sonntagsschulklasse an jemanden abzugeben und eine dritte Klasse zu übernehmen. Es dauerte nicht lange und es zeigten sich die gleichen Ergebnisse. Alle Kinder bekehrten sich und wurden gerettet. Nach dem Tod dieser jungen Christin fand man ihr Tagebuch, das sie regelmäßig geführt hatte. Darin standen unter anderem drei besondere Einträge. Der erste lautete: Ich habe mich dazu entschlossen, jeden Tag für jedes meiner Sonntagsschulkinder mit Namen zu beten. In einem späteren Eintrag wurden die Worte hinzugefügt: Und ich werde im Gebet für sie kämpfen. Schließlich hatte sie folgenden Satz aufgeschrieben: Ich habe beschlossen, jeden Tag für meine Sonntagsschulkinder zu beten, für sie im Gebet zu kämpfen und von Gott einen Segen zu erwarten. Sie hat mit Glaubensenergie gedient und dabei erlebt, wie Gott den Stempel seines Segens draufgedrückt hat. Das können auch wir heute noch. Anstatt den Willen Gottes lässig zu tun, Jeremia 48, Vers 10, sollen wir mit Entschiedenheit allezeit überströmend sein im Werk des Herrn und dabei wissen, dass unsere Mühe nicht vergeblich ist. 1. Korinther 15, Vers 58. Zurück zu der Geschichte in 2. Könige 4. Schließlich sagte Prophet der Witwe, dass sie das Öl verkaufen, ihre Schulden begleichen und mit ihren Söhnen von dem Rest leben soll. Gesagt, getan. Das Öl, mit dem sie die Schuld begleicht, dient nicht nur zur gegenwärtigen Beseitigung des Mangels, sondern auch zur zukünftigen Erhaltung der ganzen Familie. Auf unser Leben angewendet bedeutet das: Der Heilige Geist gibt uns nicht nur Kraft, um dem Herrn zu dienen, sondern er macht uns überreich in der Hoffnung, die dadurch auch zu anderen übersprudelt, wenn wir uns im Glauben an die Verheißungen Gottes klammern. Römer 15, Vers 13. Die Begebenheit beginnt mit einer Witwe in Armut und endet mit einer Familie, die Überfluss hat. Gottes Barmherzigkeit ist immer größer als das, was wir benötigen. Das Gleiche sehen wir bei der Speisung der 5000. Der Herr Jesus entspricht nicht nur den Bedürfnissen der Volksmenge, sondern sorgt dafür, dass am Schluss noch 12 Handkörbe voll Brot übrig bleiben. Die Gnade Gottes triumphiert. Wie Paulus den Ephesern schreibt: Dem aber, der über alles hinaus zu tun vermag, über die Maßen mehr als was wir erbitten oder erdenken, nach der Kraft, die in uns wirkt, ihm sei die Herrlichkeit in die Versammlung in Christus Jesus auf alle Geschlechter des Zeitalters, der Zeitalter hin. Amen. Epheser 3, 20 und 21. Der Herr segne euch reichlich.